meine lieben Thermi-Freunde. Ja, heute möchte ich mit euch mal wieder was backen. Und zwar machen wir heute kleine Elfenkuchen. Wir machen kleine Kuchen in den kleinen Elfen drinne. Die kleinen Elfen von Pampered Chef haben 175 Gramm, 175 Milliliter Fassungsvermögen. Und da möchte ich mit euch heute 8 kleine Kuchen drin backen im Backofen. Also wie einen Tassenkuchen, nur in den kleinen Elfen. Ja, die Zutaten habe ich alle schon wieder hergerichtet. Wir brauchen ganz wenig Sachen, wo wir eigentlich alle daheim haben. Mache ich jetzt wieder ganz spontan. Es geht ruckzuck. Ich brauche heute Nachmittag ganz schnell was zum Kaffee und drum mache ich die jetzt schnell mit euch. Ja, wir brauchen 250 Gramm Zucker, 4 Eier, 250 Gramm Mehl, 2 Päckchen Vanillezucker und ein bisschen Backpulver, so 2 Prisen ungefähr. Und einen ganzen Butter, also 250 Gramm. Ich habe den Butter jetzt schon ein bisschen rausgehabt vom Kühlschrank, dass er einfach Zimmertemperatur hat, dass er sich einfach besser im Thermomix verarbeiten lassen tut. Ja, dann fangen wir auch direkt gleich an. Wir geben in den Mixtopf die 250 Gramm Butter in Stücke. Dazu der Zucker, also alle Zutaten direkt gleich rein, die 4 Eier, das Backpulver und der Vanillezucker und obendrauf noch das Mehl. So, und das war es eigentlich schon. Das Ganze wird jetzt 30 Sekunden auf der Stufe 4 verrührt. Gleich meine kleinen Elfen, damit nichts kleben bleibt, dass wir den auch gut rauslöffeln können. 2, 4, 6, 8. Ich nehme jetzt 8 Stück, also die Menge ist genau für 8. Zum Kaufen gibt es bei uns bei Pampered Chef im 6er-Pack, also es sind immer 6 Stück in einem Paket. Ist ja schon soweit. Also, gehen wir mal überall ein bisschen Backtrennmittel rein. Könnt auch wunderbar die Hälfte Menge an Teig im Thermomix machen und dann einfach nur 4 kleine Elfen befüllen. Ja, das wird von der Größe her so ungefähr wie ein Muffin, sage ich mal. Ihr könnt auch einen Muffinsteig nehmen. Also da könnt ihr einfach selber variieren. Aber ich finde es einfach total süß, schaut nett aus. Mein Backofen habe ich gerade schon vorgeheizt oder ist gerade dabei auf 100, 160 Grad Ober-Unterhitze. Die kleinen Elfen von Pampered Chef, die sind hitzebeständig bis 180 Grad im Backofen, was ich ganz toll eben finde. Ja, man kann sie auch einfrieren in die Mikrowelle. Ja, so, eingepinselt haben wir es. Zeige ich euch gleich mal den Teig, wie er aussieht. So sieht er jetzt aus. Mache ich doch noch schnell meinen Mix and Scrubber. So. So, und jetzt befülle ich die ganzen. Ja, ich teile mir halt den Teig jetzt schön ein, dass überall gleich viel reinkommt. Macht ihn bitte nicht mehr wie die Hälfte voll. Der geht ja noch auf, der Teig, nicht, dass euch noch was oben rausläuft. Kommt bei den Kindern auch super an. Also es ist einfach mal... einfach mal was anderes. So. Da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen.
Ja, und das war's jetzt auch schon. Schaut mal von der Menge her. Einfach so von der Menge, einfach so knapp die Hälfte, sage ich mal, vom kleinen Schüssele. Also mehr nicht, weil sonst läuft er euch noch über. Ja, wie gesagt, die kommen jetzt alle bei mir in den Backofen bei 160 Grad für eine Stunde. Und nach der Stunde zeige ich sie euch natürlich, wie sie fertig ausschauen. Ich werde sie dann noch ein bisschen mit Schokoglasur ein bisschen verzieren, noch ein bisschen Weihnachtsstreusel oben drauf machen. Der Teig ist jetzt einfach ein Grundrezept. Ihr könnt den jetzt natürlich noch variieren, verfeinern. Ihr könnt jetzt dann auch Rosinen reingeben oder ein Zimt oder Schokostreusel oder Backkakao. Einfach so, wie ihr wollt. Das ist jetzt Grundrezept und ich mache ihn jetzt heute eben ganz normal, hell, und dann tue ich ihn bloß noch ein bisschen verzieren. So, ich schiebe ihn jetzt rein und natürlich zeige ich euch dann die Küchlein, wie sie fertig ausschauen. Meine kleinen Kuchen sind jetzt fertig. Sie waren genau eine Stunde im Backofen. Ich habe sie dann raus und habe sie ein bisschen abkühlen lassen. Schaut mal, ich habe dann noch ein bisschen Schokoladenguss obendrauf, ein Schokoherz und noch ein bisschen so Weihnachtsdeko. Einfach, dass es noch ein bisschen nett aussieht, finde ich. Ja, 8 Stück. Ich finde sie total klasse. Ja, macht es doch einfach nach, würde mich freuen. Für die Kinder, aber für uns Erwachsene natürlich auch. Ja, dekorieren könnt ihr es, wie ihr es wollt. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach so Sternerl und so Zeug. Das, was halt da ist, einfach noch drauf geben. Ja, dann würde ich mich auch schon verabschieden bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Besucht mich auch auf Facebook, Thermimanus Gruppe. Da poste ich täglich mein Essen rein und meine Rezepte. Ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Rezept schreibe ich euch wieder wie immer unten in die Infobox. Einfach rechts auf den Pfeil klicken, dann kommt ihr zum Rezept. Tschüss, macht es gut. Eure Thermimanu.